Hallo Leute, was geht ab? Ich bin zur Zeit. Jetzt willkommen zu einem neuen Brawl Pass Kanal. Deutschland gegen Irland. Das vierte EM-Quali-Spiel. Und Deutschland direkt mit einer Chance Gündogan kommt aber nicht so weit. Reus. Draxler mit dem Ballverlust. Und ein Foulspiel von Hector, die erste gelbe für Jonas Hector. Manuel Neuer. Mustafi, was für ein Abwehrfehlverhalten, aber im letzten Moment hat er es aber gut gemacht. Und Dürfti, oder keine Ahnung wie der heißt, Hector, Draxler, Gomez, Volland kommt nicht an den Ball. Long kriegt nicht den Ball. Goretzka mit einem starken Kopfball. Reus. Goretzka. Hermann, was für eine Ballannahme. Aber Henrichs. Kein Foulspiel. Reus. Volland. Ah. Boateng. Makari. Neuer. Hogan. Long. Hogan. Draxler. Gündogan. Ab geht's. İlkay Gündogan. Coleman. Einwurf. Draxler. Reus. Kommt nicht zum Ball. Boateng. Long. Volland. Und Draxler, wieso spielt er ihn nicht?
Eine Verletzung. Long gegen Jerome Boateng. Jerome setzt sich durch. Gündogan. Hector. Ecke. Reus. Gündogan. Latte. Das wäre ein Traumtor gewesen. Schöner Hackepass und Reus. Mustafi. Einwurf Deutschland. Draxler. Also die gelbe Karte für Draxler. Und Coleman ist auch verletzt. Und Coleman wurde ausgewechselt. Alles klar. Halbzeit, ich stehe 0-0, obwohl Deutschland eben in einem Traumtor führen könnte. Brody. Gündogan. Junge, das Ding ist, Volland weiß gar nicht, wo er ist. Sturm, er geht linkes Mittelfeld. Reus. Alter, Reus hier. Ganz toller Schuss. Alter, passt doch! Nein! Nein! Voll an Foul doch mal! Foul bitte! Piss dich doch! Die kommen mit 5000 Mann auf mich. Soll er da rumheulen? Das ist das 1-0 für Deutschland, Hermann!
Das ist sehr, sehr wichtig für Deutschland. Ist es ein Foulspiel von Hermann? Das weiß man nicht. Das Tor gehört aber Deutschland. Patrick Hermann hat am heutigen Tag sehr gut gespielt. Wird jetzt ausgewechselt. So. Der einzige Gladbacher auch in dieser Elf. Die anderen sind ja aus Leverkusen und so. Bayern, Dortmund und so. Und die kommen ja aus so einer Richtung. Benjamin Henrichs. Kann Deutschland dieses Spiel hier jetzt noch mal richtig machen, richtig den Deckel drauflegen? Neuer, Reus, Benjamin Henrichs, Müller, Parade. Ey Mann, ich war fake schon, der rennt weiter. Mustafi, was für ein Kopfball. Reus. Goretzka. Nein, ist kein Foul, wenn er mich von hinten nimmt. Ne? Guter Schiri. Bre, er rennt so, als ob der Ball im Aus wäre. Ich konnte mit dem gerade null sprinten. Über diese langen Bälle, Horgen. Boateng. Reus. Ballverlust von Müller. Und Müller kriegt den Ball zurück. Und Müller. Jetzt können die Irländer nicht laufen. Müller. Schade. Reus mit der Ecke. Mustafi. Und es ist das eigene Tor. 0-2 Deutschland. Das Eigentor von Duffy. Was ist das für ein Eigentor? Das ist ja ein unglaubliches Eigentor. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und Mario Gomez. Wieder Eckball. Reus. Gomez! Wieder Ecke. Reus. Und der Vetter, sagt der Schiedsrichter. Das ist wieder Chefsache. Müller. Müller, der ist drin. 0-3 hat in zwei Partien 12 Meter bekommen und 2 Tore geschossen. Sein drittes EM-Quali-Tor. Deutschland gewinnt. Also es ist sicher, dass Deutschland dieses Spiel gewinnt nach dem Eigentor. Aber es ist auch ein bitteres Eigentor. Weil jetzt heißt es, dass Irland nicht leicht in die EM kommt. Neuer.
Und Sonny. Und das Spiel ist vorbei. Dortschak gewinnt mit einem 0:3 nach einem Eigentor und einem Tor von Müller. Aber wie kann so ein Eigentor passieren? Shane Duffy. Aber das ist doch ein peinliches Eigentor. Ein sehr peinliches. Italien gewinnt 0:3 gegen Wales. Schweden gewinnt 2:1 gegen Polen. Nächstes Spiel ist gegen Dortmund und meine junge Mannschaft muss gegen Dortmund spielen. Eieieiei. So, da Öztürk. Was ich jetzt gucken werde, ist hier. So, erstmal so. So, neuer. Ja, muss man nicht sagen. Kimmich ist in 3 Wochen wieder fit. Gut. So, Boateng. Aber beim Verteidigern ist nicht so was passiert. Goretzka +1. Vidal -1. Müller. Ja, muss man aber eben nicht sagen. Robben -1. Ronaldo -1. Ja, ist in 6 Monaten wieder fit. In 7 Tagen ist Werner fit. Salah ist unglücklich. Ja. Warte. +1 Mbappé, +1 Moa, +1 Özdürk, +2 Früchtel, +1 Rashford, +1 Trent Alexander-Arnold, +2 Benko, +2 Dorsch, +1 Sanchez, +3 Dayot Upamecano, +1 Gianluca Gaudino, +1 Tolisso. Ja. All diese Spieler, die sind auch richtig gut. So, diese meine junge Elf muss gegen Dortmund. Das war's mit diesem Video und ciao.